glaube, die fünfte Safari wird ja auch dokumentiert, ne? Mein Name ist Helke Fiebrand und ich arbeite im Bereich Marketing bei der Sparkasse Hannover, die sich schon lange bei den Freiwilligentagen beteiligt, aber ich persönlich war jetzt das erste Mal dabei und es war eine tolle Erfahrung. Ich fand dieses zum einen interessant, weil ich einfach mal so den Alltag in einer alten Einrichtung kennenlernen wollte und weil man hier praktisch erleben konnte, was man hier macht. Also wir haben ja jetzt in kurzer Zeit ein schönes Beet für diesen Bereich der Demenzkranken hier eingerichtet. Das war eine schöne Arbeit. Ja, denn das ist ja ein Teil des Gartens, der wirklich sehr für die Demenzkranken da ist, die hier jetzt ein neues Angebot haben zum Fühlen, zum Riechen. Und wir haben auch schon ein paar neugierige Zaungäste gehabt beim Arbeiten. Das war eine schöne Sache. Mhm. Ja, hier ist natürlich eine schöne Arbeit. Da sieht man innerhalb von 2 Stunden, was man geschafft hat. Man sieht glückliche Gesichter dabei, man fühlt sich gut, man hat schmutzige Finger. Und das ist auch mal eine schöne Ergänzung oder eine schöne Alternative zur Arbeit. Mein Name ist Angela Damm. Ich bin die Einrichtungsleitung von dem Haus hier, dem Domizil Hannover-List. Wir sind ein Haus von insgesamt 29 der Domizil-Residenzgruppe mit Sitz in Hamburg. Und wir haben dann diese Mail bekommen, dass wir anmelden können uns für diesen Freiwilligentag. Und da wir sowieso gerade auch sehr aktiv dabei sind, unseren Demenzgarten im Bereich Gartenkräuter, Snuselobjekte zu erweitern, habe ich gedacht, das entsprach ja dem, was angeboten wurde, dass wir uns da anmelden. Ja, geschehen. Habe ich gemacht. Naja, und dann kamen die Damen heute Morgen an, 5, wie ich fand, ganz engagierte, taffe Frauen und mit Gummistiefeln und Wetterjacken und haben gesagt, ja, machen wir es. Und wir sind dann erst durchs Haus gegangen, die Senioren kennengelernt. Ich glaube, dass sie sich sehr freuen, weil sie sich, egal was wir hier machen, ob wir malen oder im Garten was machen oder wenn auch andere Menschen dazukommen hier und was für sie machen. Das ist sehr wichtig, dieses untereinander sich helfen, was zusammentun, dass es positiven Anklang haben wird. Danke. Thank you.